Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 23, meine Karriere mit der Spielvereinigung Bayreuth. Herzlich willkommen, ja. Heute geht's weiter mit unserer kleinen Transfer-Offensive. Ich habe mir noch einen weiteren Spieler vom VfB Stuttgart, ein weiteres Talent, so ein bisschen ins Auge gefasst, das ich gerne noch verpflichten möchte. Ich würde, beziehungsweise es wird wahrscheinlich eh alles über die Ausleihen gehen, weil ich noch nicht das Budget habe, das Budget habe, um ja, um große Transfers zu machen. Sagen wir es mal so. So, ich hoffe, dass ich ihn finde auf Anhieb direkt. Falls er, da ist er doch. Den möchte ich gerne mir leihen. Nee, mal Laie vorschlagen. Ja. Ich möchte gerne für ein Jahr ausleihen. Ob es eine Kaufoption gibt, abwarten. Ich probiere es mal mit der Laie zum Kauf. Erstmal 2 Jahre. Ich habe ja ein bisschen Budget. Das heißt, ich würde ihn zu 80%. So, akzeptieren. Und damit wechselt Laurin Ulrich zu uns. Nee, das muss doch einen Moment warten. Genau. Die müssen noch ihren Champion drunter setzen und dann könnte es theoretisch sein, dass er zu uns wechselt. Aber das ist jetzt wieder der Fall. So, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel und da ist der Gegner die SV Elversberg oder der SV der Sportverein, ja, der Sportverein Elversberg. Ich hoffe, dass er jetzt zumindest noch kommt. Genau, es gibt einen kleinen Bildschirm. Es kann also sein, dass er wieder ein Abgang kommt oder ein Zugang. Scheinbar Zugang. Dann kommt also Laurin Ulrich, 17 Jahre jung, vom VfB Stuttgart ausgeliehen für 2 Jahre mit einer Kaufoption. Da habe ich ein bisschen Luft. Aber zu sagen, wenn er dann einschlägt, wird er verpflichtet. Wenn nicht, dann kann er gerne wieder zum VfB zurück. Aber erstmal wollen wir ihn natürlich, so wie vielen anderen jungen Talenten, so ein bisschen die ersten Schritte ermöglichen. Und da ist er doch. Ja. Brücke Nummer 7 wieder bekommen. Genau. Wechsel für 2 Jahre mit Kaufoption für den Bayreuth. Das nächste Talent. Ich habe jetzt tatsächlich wohl abgebrochen. Gut, okay. Jetzt machen wir es unbedingt. 60 stark. Na, kann man auf jeden Fall erstmal ein bisschen was tun. Ich brauche ihn jetzt erstmal nur auf der Position. Ich werde ihn jetzt für die. So, Horn wird jetzt. Wechselt jetzt, bleibt jetzt erstmal bei uns. In der Startformation. Ich kann ja Lippert mal reinsetzen wieder. So. Ich probiere es einfach aus. Ich werde ihn jetzt reinsetzen in die Startformation. Kapitän. Weber. Ja, ich habe ja fast nur 90-Gänge. Das ist das halt. Ich habe viele, noch viele 90-Gänge natürlich im Kader und ich will warte halt immer noch auf das Budget, dass ich den verpflichten kann. Dass ich dann sage. Apropos, Moment, haben wir den für Pokal eigentlich? Es gibt ja mal, gab ja mal, ja, wir spielen gegen Elversberg. Okay. Ist das schon das Pokalspiel? Kann das sein? Erste Runde? Das ist tatsächlich schon das nächste Spiel. Okay. Cool. Das ist das nächste Spiel, ist ein Pokalspiel. Okay, hatte ich nicht gedacht. Das Angebot für Badera. Oh, das ist super. Das geht ganz gut. Das nehmen wir doch an. Wenn ich das, dann kann ich Eckloff direkt verpflichten, wenn der geht. Ich gehe auch jetzt auf die Teamzentrale. Ich will die Trikotnummer für Dings ändern. Ulrich ändern.
Das ist unser alter Trikotnummer, haben die ja auch beim VfB, wenn sie frei ist, wohlgemerkt. Ja, ist frei. Dann gehen wir rein ins Match. DFB-Pokal. Runde Nummer 1. Heimspiel gegen die SV Elversberg. Die ersten beiden Spiele haben wir gewonnen. Wir sind momentan sogar Tabellenführer in der Gruppe. Aber das in der Liga. Und dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. So. Gut, auf geht's ins Match. Heute spielen wir natürlich wieder die Matches. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. Könnte ein tolles Spiel werden. Wer kommt weiter? Wer darf weiterhin vom großen Erfolg träumen? Und für wen geht die Reise zu Ende? Das wird spannend, Wolf. Ich bin sicher, es wird eine hochinteressante Begegnung. Steht eine Menge auf dem Spiel. Ja, genau so ist es. Auf ihn sollten wir heute besonders Lemnios. achten. Mal Ja, mehr oder weniger sehen, ob unser Königstransfer, Holding wieder ne? in Torlaune zeigt, so wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Ja, gesagt, die Stadt ist natürlich nicht unverändert. Unser Notzugang. Laurin Ulrich neu in der Startformation für. Tenalu. Naja, mal schauen. Schafft Da man's, sehen wir die oder? Aufstellung, so spielt der Gastgeber heute. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. So, passt. Also nur noch zwei Anführungszeichen Originalspieler dabei. Aber der große Teil ist halt komplett alles nur ausgeliehen. Ne? Das ist Das ist die halt so. heutige Aufstellung der Das könnte alles Gäste. an der 19. schon gar nicht mehr da sein. Sie wählen ein konventionelles 4-4-2. Dürfte von Ihrer Seite also ein ziemlich offensives Spiel werden? Also auf dem Papier. Wir gucken, wie sich das auf dem Rasen darstellt. So, auf jetzt ins Match. Elversberg wird Anschluss haben. Wir haben Gott sei Dank ein Heimspiel, das ist schon mal der Beide Vorteil. Mannschaften sind bereit, es geht Aber wir los. wollen natürlich das Ding hier weiterkommen, in die zweite Runde kommen und vielleicht ein paar Leute, ein paar große Da ist er Spiele, mal weg. paar Spieler, ein paar große Teams ärgern. Mal gucken, ob wir es schaffen. Aber erstmal diese erste Hürde übernehmen, Lukas beziehungsweise Schnellmacher. überstehen. Oh, schön aus Guter mir. Steilpass hier, er spielt den Ball. Ganz gefährlich. Ah, da habe Ja, ich ganz die energisch. Mitnahme Ball war ist nicht weg, gut. Gefahr erstmal bereinigt. Der Ein stand der Spiel. Schutz und gibt Freistoß. Ein Spiel für gegen uns, also für uns, schon, wie auch immer. Wir haben Freistoß. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Und So ein wünschen Zoll. wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Nummer 1:0. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores. Da ist die Flanke. Und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr. Hält nur noch den Schädel hin. Sehr gut. 1:0 auf jeden Fall. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Schön. Jetzt hat er den Ball wieder. Auf jeden Fall schon mal gut eingesetzt. Erstes Spiel, erste Flanke. Das sieht Geräusch. vielversprechend aus. Und jetzt der Schuss. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Jetzt kommt die Ecke. Kopfballchance, aber er kann sie nicht nutzen, weil die Abwehr das hervorragend macht. Sinan Tekerci.
Das muss Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Ah, da wollte ich schön ausholen. Mal versuchen, den Abschluss zu setzen. Ich muss mal ganz kurz ans Handy gehen. Chef ruft an. So, war wichtig. Sorry, da musste ich dran gehen, deswegen muss ich das Spiel kurz unterbrechen. Jetzt geht's weiter. Mit dem Match gegen Elversberg. Ja, das sieht gut aus. Er tritt die Latte. Latte für Elversberg. Die erste Chance nach etwas über 20 Minuten. Erstmal Gefahr bereinigt. Ah, das hätte Ausgleich sein können. Das Alu hatte was dagegen. Und richtig. Wird sein, das jetzt abzuhaken, nicht nachzulassen, keinen Frust aufkommen zu lassen, weiterzumachen. Schön abgefangen da vorne, also hinten in der Verteidigung. Die Flanke kommt leider nicht durch. Sie gehen dazwischen. Und dann der Fehlpass hier. Nehmen wir's. Da suchen sie jetzt die Lücke. Ball kommt in die Mitte. Ah. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Wie ist Freistoß, oder? Freistoß? Harte Aktion. War schon an der Grenze zu gelb. Viel darf er sich nicht mehr erlauben. Na, Lupfer, das wäre eine Idee. Ihn auf der, als Lupfer reinzusetzen. Vielleicht kriege ich den oben ins Eck. Ich bin nicht so gut, in Freistoße schießen, ne? Da müssen schon andere Freistöße kommen, damit es da wirklich gefährlich wird. Ja, okay, war mal die Idee wert. Aber vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Lass mal im Let's Play noch ein Tor machen. Wer Freistoß. Ah, Ballverlust. Den habe ich gedacht, den kriegt er weg. 32. Minute, das ist jetzt nicht mehr so eindeutig. Schlussphase in diesem ersten Durchgang. Die Gastgeber sind hier im Moment knapp vorne. Die können durchaus zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Noch ist es knapp, ein Tor Führung, aber man spürt, sie haben das immer mehr im Griff. Sie wollen heute den Sieg und das kann auch genau hinschauen. Ja, Stürmer! Nummer 2-0. Parade ist gut, Parade ist richtig gut. 36. Minute. Das müssen sie besser machen. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Aber der Stern hat eine gute Aussage. Gut, das haben wir Glück jetzt verstanden wahrscheinlich, um den Verteidiger da aussteigen zu lassen. Nächste Chance. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Alle Zeiten ausgeklärt, sie bekommen den Einwurf. Den habe ich ja von RB ausgeliehen für ein Jahr erstmal. Aber die erste Situation wird nachher sein, liegen beim Ballbesitz ermöglicht vorne. Den. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit, unseren Spieler dazu verpflichten. Haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage gibt. Eckloff zu verpflichten, der eigentlich gut eingeschlagen ist, aber bis jetzt noch heute noch ein bisschen blass ist. Aber ist nicht schlimm. Lukas Schnellbacher. Da kann er ihn schön stoppen. Schöner Pass jetzt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ja, aber wichtig, dass er da zur Stelle ist. Wichtig, dass er hier fällt. Das war ein Foul. Elfmeter? West Ham wollte ja einen neuen Spieler holen. Sané. Einen echten Wunschspieler. Und nun ist es gelungen. Nee. Man hat sich seine Unterschrift gesichert. Lieber ich Sané wechselt zu West Ham für 64-65 Millionen. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. So, erstmal weiter in der zweiten Runde. Erstmal stehen wir jetzt so, mit einmal in der zweiten Runde. Alter, das ist nämlich nicht. Beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal durchatmen angesagt. Da sehen wir es. Gutes Spiel bislang von ihm. Ihm gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. So. Gut. Kurz mal auf die Zwischenstände gucken. Karlsruhe ist 1001, Hamburg, Freiburg 2-0, 1-1, Kaiserslautern führt gegen Dresden und Fürth führt gegen Halle mit 1-0. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. So, nehmen die aus jetzt mal ein bisschen über die Außenbahn. Ah, da ist aber keiner, da ist aber keiner mit dabei gerade. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Ach, war die wert. Und spielen sich weitere Chancen heraus. Die hier war ganz eng.
schade. Ah, Fragezeichen. Durchmarsch oder was? Bisher sieht es gut aus. Also wir sind Tabellenführer, wie gesagt. Nächste, der Gegner ist Elversberg. Ich weiß gar nicht, wie danach der Gegner ist. Danach geht es ja auch in der Liga wieder weiter. Ah, schön ausgespielt. Ja, versucht. Ja. Ah, keine gute Aktion. Und jetzt Novoa nochmal. Eklav mit dem Pass. Novoa macht der Nummer 3. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Nee, leider nicht. Bisschen uneigensinnig, aber. Schiri? Jawohl, ich wollte gerade sagen, es war doch ein Foul. Ja, es war ein Foul. Er wechselt zweifach. Ich bin gespannt, ob es auch taktische So, jetzt wechseln wir ebenfalls mal durch. Ein bisschen zu schonen vielleicht. Wir sind ja stand jetzt in der nächsten Pokalrunde. Ich darf ja dreimal insgesamt, fünfmal insgesamt wechseln. So. Ja, erstmal passt das so. Machen wir dreifach wechseln erstmal draus. Dann kann man ja am Ende immer noch zweimal wechseln. Ja. Änderungen gibt. Er zieht all seine Wechseloptionen auf einmal. Das sieht man auch nur sehr selten. Was alle? Moment, halt. Ich dachte, das ist ein 5. Sind das die 5 Wechsel? Eigentlich jetzt gerade wieder ein 5 Wechsel. Ah, der geht vorbei. Versuch's einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Sie sind heute wirklich überragend, was wir für mehr verdient von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. Ah, da war er nochmal mit einem Gegenstoß und der Keeper verhindert da das 3-0. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Guck mal. Tor Nummer 3. Unfassbar. Und es war kein Abseits, weil der Ball dahinter gespielt wird. Er trifft nach Belieben, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Erst können sie sich noch befreien, wir sehen es hier in der Wiederholung, aber eben nicht energisch genug. Und dann gibt es die nächste Chance und dann macht er das Tor. Strafe für den schwachen Befreiungsschlag. Ja, 3-0. Damit dürfte die zweite Runde safe gebucht sein. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Ja, es war ein bisschen kurz gespielt. Lukas Schnellbacher. Kollegen bieten sich an. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Eckhoff. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sie verlieren hier den Ball. Ja, nicht mehr so ganz so spritzig wie am Anfang der Saison, als er noch Belieben traf, aber jetzt leider noch nicht so. Hat jetzt ein bisschen festgerannt dort. Kofi, scheiße. Gefährliche Szene. Haarscharf neben das Tor. Sie nehmen eine Auswechslung vor. So. Dann mache ich. Sterner. Und ab die Post. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Er kann es machen. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Schade. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Da ist das Pressing erfolgreich. Nicht ungefährlich. Sowas darfst du auch, musst auch aufpassen. Die muss sitzen, die Streitding. Sonst kann das auch. Kevin Konrad. Gerne mal einen Platzverweis geben.
Eklow. Ja, vorbei ist er. Kommt noch nicht vorbei an seinem jetzt Verteidiger. Jetzt die Chance für den Konter. Was machen Sie drauf? So, jetzt kann ich doch die letzten ins Wechsel ziehen. Das werde ich jetzt zumindest auch tun. So, passt. Doppelwechsel nochmal. Aus. Gefährlich jetzt. Der muss doch sitzen. Kein Tor. Abseits, abseits. Wolf. Abseits sogar noch. Rüber an die Linie. Die Entscheidung ist sofort gefallen. Aber klar, eine gute Chancenverwertung sieht anders aus. Der Held geht raus. Heute etwas Glücklose. Eklow bleibt drin. Genau raus. Ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Der tritt so aber auch kräftig zu da hinten. Gib mal. Gib nur gelb. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Machen Sie jetzt gut. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Ja, mit einer Situation aus der Distanz. Also souveräner Sieg gegen den SVS Elversberg. Und das war's nun für heute. Sie sind also weiter. Sie also mir jetzt mal gerade den Angriff wegpfeift, ist dann halt wurscht. Das sah fast schon mühelos aus. Die Ranne, Dreierpack, Hugo Nouvert. Ich bin gespannt, was für Sie in diesem Wettbewerb noch möglich ist. Den haben wir auf jeden Fall safe. Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden... Das sieht vielversprechend aus. Und jetzt der Schuss. So, kurze Interviews nach dem Spiel. 2000 gewinnt in Karlsruhe 3-0. Habe ich das richtig gerade gesehen? Das hätte ich auch nicht erwartet jetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte die Karlsruhe eigentlich ein bisschen mehr als Favoriten gesehen. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. So. Harte Arbeit lohnt sich auf jeden Fall, hat sich gelohnt. Heute war er großartig. Er hat auch schon 4 Tore jetzt in den letzten 2 Spielen gemacht, heute 3. Im ersten Spiel hat er 1 gemacht. Passt. So, volle Konzentration schon das nächste Spiel. Ja, wir haben keine Punkte geholt. Wir sind einfach in der Runde weitergekommen. Ich bin jetzt in der zweiten Pokalrunde. Mal gucken, wie wir weit wir kommen können. Wie gesagt, ich möchte gerne vielleicht den einen oder anderen großen ärgern. Mal schauen. Vielleicht haben wir da schon in der zweiten Runde die Chance. Ich gucke mal gerade in der zweiten Runde, ob wir da einen Gegner haben. Gucke ich kurz auf die Ergebnisse. Also Karlsruhe 2000 haben wir gesehen 0-3. Wir, unser Spiel haben wir ja auch gesehen 3-0. Führt Halle 3-1. Wählen Magdeburg 0-1. Okay, dritte gegen zweite Liga. Ist jetzt auch nicht. Aber wieso Fürth gegen Halle? Halle ist doch auch eigentlich. Doch, Halle ist drittliges. Also warum wundert mich, dass Fürth jetzt Heimspiel hat? Hamburg gegen Freiburg 3-1. Hier auch das gleiche. Zweite gegen dritte Liga. Lauter Dresden 1-2. Zweite gegen dritte Liga. Auch hier auch nur gedreht, warum auch immer. Weil eigentlich hat der dritte gestern ja im Heimrecht. Nürnberg Dortmund 2-3-1 und Braunschweig gegen Ingolstadt läuft noch. Guck mal, ja. Na gut, wir haben noch hier noch einige Dings. Andere Ergebnisse. Also die zweite Runde ist noch nicht dabei. Also ist noch nicht dabei. Also wir sind auf jeden Fall mit dabei, das ist das Wichtigste. Gut, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel in der Liga wahrscheinlich. Ja. Und dann gucken wir mal. Ja, bis dahin und ciao.